Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Blau Kaizu. Major Bob hat uns ja schön vermöbelt beim letzten Mal. Ich habe auch nur ein klein wenig trainiert, ja. Bisaflor war bereits auf Level 37 und die anderen sind jetzt auf Level 35. Ja, ich versuche es genau gleich wie beim letzten Mal. Ich hoffe, dass Bisaflor dieses Mal wenigstens die Explosion von Elektroball durchhält. Wir werden es gleich sehen. Ja, ziemlich gut sogar. Und als nächstes kommt das Magneton, dem ich einen Volltreffer einwärmsen kann. Den zweiten. Und wenn ich jetzt nochmal treffe, sehr gut, dann ist Bisaflor auch noch am Start für Pokémon Nummer 3. Zack, guten Schaden gemacht. Aber Blizzard trifft natürlich und das war's. Deswegen kommt jetzt Dictree mit seinem Schlitzer. Wieder ein Volltreffer. Okay, nun sieht es doch schon wieder viel besser aus. Und dann als nächstes hätten wir dann noch seinen Blitzer, genau. Wenn es mich nicht paralysieren kann, dann ist schon mal sehr gut. Aber mein Schaufler Bams macht guten Schaden. Das Vieh ist ja auch schon Level 39. Habe ich gar nicht geachtet. So, und dann hätten wir noch... Was war noch? Neben Electek. Okay, hier haben wir bereits das Electek. Dictree ist schneller. Ja, und Bams! Ja, reicht, obwohl es nicht mal ein Volltreffer war. Sehr schön. Und Level 36 für Dictree. Und zum Schluss hätten wir noch sein Raichu. Okay, aber das kriegen wir... Wollte sein Raichu gerade Surfer einsetzen? Bitte, was? Raichu kann Surfen einsetzen? Das muss ich nachher gleich mal abklären. Naja, es gab mal so ein Event-Pikachu, nicht wahr, das surfen konnte und so weiter. Da war ja was. Holy shit, das wäre böse gewesen. Ja, du hast es geschafft. Also gut, nimm den Donnerorden. Und ich gewinne ganz viel Geld. Ja, durch den Orden erhöht sich das Tempo der Pokémon. Du kannst jederzeit auch Fliegen einsetzen. Ja, du bist speziell, nimm auch das hier. Oh, ich möchte den Donnerblitz haben. Ich werfe weg. Ah, jetzt habe ich zweimal... Ah, ich verstehe. Was kann ich denn wegwerfen? Was ist das nochmal? Schaufler. Nee, möchte ich behalten. Äther, wegwerfen. Zweimal, ja. Ja. Gut, also gib her. Donnerblitz. Könnte es theoretisch. Ich nehme es nicht an. Aber in diesem Spiel ist alles möglich. Nö, ist nicht so. Hätte er sein können, aber das ist dann wieder mal eine CM, die sinnvoll und brauchbar ist. So, aber wo gehen wir jetzt hin? Sollen wir zurückgehen? Oder sollen wir nach Lavandia gehen? Ich glaube, wir gehen erstmal zurück, Fragezeichen. Ja, wir holen uns erstmal das Fahrrad, komm. Und an die erste Stelle möchte ich dann setzen... Jo, Tauboga. Ich komme ja theoretisch zurück, oder? Wow, ein... Atops-Fossil and Primitive Rare Pokémon erscheint. Ein Nocturne mitten im Gras... Wow. Nicht schlecht. Noch Nocturne. Cool. Aber noch nichts, wo ich meine über 100 Pokébälle werfen möchte. Ja, das auch nicht eigentlich. Obwohl, wie gesagt, Smetbo ist toll. Smetbo finde ich toll. Hier oben ist nichts mehr. Gut. Und ein Nidorina. Nidorino werde ich mir fangen, habe ich gesagt, ja. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, mit über 100 Pokébällen müsste das eigentlich funktionieren. Aber jetzt meine Frage, komme ich überhaupt wieder zurück? Ja, 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 doch, 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 doch. Mit dem Zerschneider müsste ich wieder irgendwo durchkommen. Da nämlich. Sehr schön. Bisaflor, bitte. Danke. Und hier vorne war der Fahrradladen. Hier, glaube ich, oder? Jo, hier, wir kriegen ein Fahrrad. Bla, 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 bla. Ich habe keinen Platz mehr. Ah, wenn du das Ding an dich nimmst, dann ist nachher wieder Platz. Wisst ihr was, ich könnte eigentlich mal ein paar Dinge auf die Box werfen von meinen Items, wenn ich sie schon nicht wegwerfen will. Ja, es wäre vielleicht noch klug. Für etwas gibt es diesen PC ja. So, hier. Ablegen, ich möchte ablegen die zwei Mondsteine. Nein, nee, ja gut, scheiß auf die Karte. Dann, was noch? Das Helix-Fossil kann man ablegen.
Ne, die Pokebälle nicht, die brauche ich noch. Das Ticket brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Die Route nehme ich mal mit. Das nehme ich auch mit, den großen Ball vor allem. Die VM1 könnte ich auch hier lassen im Prinzip. Und dann, ja, reicht. Reicht. Ich hätte jetzt gern ein Fahrrad. Ein Fahrrad hätte ich gern. Hier. Und jetzt gib mir das Ding. Bla bla bla. Ja, mir gefällt es sehr gut. Kann ich es jetzt hier bereits... Was? NSA, wir sehen dich. Okay, kann ich hier noch nicht auf Select setzen, das Rad. Naja, nicht so wild eigentlich. Könnte ich jetzt hier... Oh, ja, hier oben kann ich noch was tun. Ich erinnere mich. Da oben war irgendwo noch ein Item hinter einem Busch versteckt. Und das hätte ich dann sehr gerne. Auch wenn es vielleicht nur Quatsch ist. Wo war es denn? Da ist es. Das ist mein Item. Ja, und wie man immer ins Menü muss, um die VM auszuwählen. Ja, was ist es denn? CM. Oh, eine CM. Und das ist dieses Mal... Ja gut, ich bin jetzt auf dem Fahrrad, schön. Wollte aber sehen, was das hier ist. Seismic Shock. Was ist Seismic Shock nochmal? Ist das wirklich Erdbeben? Ist das wirklich Erdbeben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh, dieser Theme, der ist echt legendär. Ja, aber gut, dann hätten wir das jetzt. Und nun würde ich sagen... Würde ich sagen, gehen wir durch den Diktatunnel. Als nächstes. Ja, klingt nach einem Plan. Hepp. Und rein da. Und. Frrr. Und schon sind wir unten. Ah, Speed-Taste, so schön. Wäre das schön gewesen, wenn man das am Gameboy gehabt hätte. Ja, nicht damals. Da war es Mars. War alles gut, war alles super. Aber heutzutage. Wäre man froh, wenn man teilweise ein paar Dinge überspringen könnte, beziehungsweise verschnellern. Ja. Oh, Nidorino! Oh, ein Nidorino! Shit, natürlich den Volltreffer. Es hat auch Nachteile, wenn ständig ein Volltreffer passiert. Merke ich gerade. Naja, was soll's. Okay, wo ist jetzt mein Diktatunnel? Wo ist mein Diktatunnel? Da ist der Diktatunnel! Aber dann sollte ich vielleicht ein anderes Pokémon nach vorne nehmen. Wie zum Beispiel Shillock. Gut, versuchen wir es. Ein kleines süßes Dicta, ja. Tschüss, kleines süßes Dicta. Lass mich raten, das Ding ist jetzt riesengroß. Ja, auf jeden Fall größer als normal. Hallo, kleines süßes Dicta. Und... Mano, warum muss das jetzt so lang sein? Ah, es, ja, doch, es geht zwar. Was bist du für einer? Im Fenstersonne ist es sehr dunkel. Wenn ein Pokémon es doch nur aufhellen könnte. Stimmt, shit, VM Blitz, wo kriegt man das nochmal her? Shit, stimmt. Da muss ich eine Menge Pokémon fangen dafür. Ungut. Erstmal ein Zubat hier draußen. Okay, ein Zubat hier draußen, warum nicht? So, zack. Und dann gehen wir mal in dieses Haus hier. Hier drin irgendwo kriegen wir doch Blitz, oder nicht? Von so einem Typen hier, ja. Ein besiegtes Pokémon kann nicht kämpfen, aber es kann zerschneiden. Ja, das ist mir klar, danke. I'm looking for Abra. Wanna trade one for Mr. Mine? Nein. Und als ich trainiert habe für den Kampf gegen Major Bob, habe ich übrigens auch ein Pantimos angetroffen in Wildes. Oh, ich hasse Pantimos. Ah. Was? Shit. Shit! Ich komme da nicht durch. Komme ich hier irgendwo durch? Ja, ich komme hier irgendwo durch. Moment. Ich möchte testen, ob ich da in das Haus rein kann. Es hat so einen Schatten. Nö, kann ich nicht. Aber ich könnte hier... Dieser Baum hier ist total für den Arsch. Ich könnte hier weiter zum Vertania-Wald. Ah, was tue ich denn da? Wo komme ich denn hier lang? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eventuell zu einem Haus, eventuell auch nicht. Aber zu einem Item komme ich da. Wo komme ich hier lang?
Hä? Ist das verzwickt hier? Was? Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. Ah, verdammt nochmal. Verdammte Speed-Taste. Wie bin ich jetzt da hingeraten? Ah, von hier. Verstehe. Ja gut, dann bleibt uns eigentlich noch nicht anderes übrig, als hier das Ding mitzunehmen. Was war's? Hab's nicht gelesen. HP ab. Geben wir... Chaubuga. Ja. Gibt's hier jetzt noch irgendwas für uns? Irgendwas... Nein, ich wollte nicht die... Oh, shit. Shit. Nein, was? Ich möchte nicht mehr durch den Tania-Wald durchgehen. Habe ich jetzt Scheiße gebaut? Oh, verdammte Speed-Taste. Echt, ich werde dich nie wieder benutzen. Nee, halt, da kann ich noch rüber. Das bringt mir aber gar nichts. Habe ich jetzt echt so Scheiße gebaut, dass ich hier einen riesen Scheiß gemacht habe? Ah, wobei, nö, ich komme hier durch. Ja, oh, gut. Oh, gut, ich wollte schon sagen. Aber hier gibt es nichts mehr zu sehen. Aber wenn ich bereits hier bin, würde ich eigentlich gerne noch nach Vertania City... Was tue ich denn da, verdammt nochmal? Würde ich gerne nach Vertania City gehen? Oh, diese Labyrinthe, ey. Ah, diese Labyrinthe. So, bin ich jetzt wieder hier, ja. Mal hier ein paar Büsche kaputt machen. Vielleicht bringt es mir irgendwie was. Obwohl es nicht danach aussieht. Hier noch. Ja, dann habe ich es gemacht. Einfach nur deswegen. Ah, I must have dozed off in the sun. Ja, er hat von einem Traumato geträumt. Was habe ich jetzt? Traumfresser? Dream Eat. Oh, geil. Geil, 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 geil. Das könnte ich einem Smetbo beibringen sogar. Aber genug backgetrackt. Wir gehen wieder durch den Diktatunnel, wenn wir den irgendwie finden werden. Eines wäre ziemlich hilfreich. Weil ich, wie gesagt, nicht mehr durch den scheiß Vertania-Wald durch möchte. Aber dank diesem Busch hier sollten wir wieder dahin kommen, wo wir eigentlich herkommen. Ja, möglicherweise. Ich laufe jetzt extra langsam. Nö, tue ich nicht. So, hier hoch und hier hoch und hier hoch und dadurch und überall. So, zu diesem Haus komme ich noch nicht. Ah, wir kommen immerhin zurück. Okay. Okay, dann führt uns unser Weg jetzt nach Lavandia. Es gibt nicht wirklich was Sinnvolleres, was wir tun könnten. Wow, seht euch das an. Kein einziges Tick hat uns angegriffen. Was? Wollte schon sagen, zweimal denselben Weg entlang gegangen. Okay, gehen wir hier entlang. Wo wir auch schon entlang gegangen sind. Aber wir gehen jetzt hier durch. Dann haben wir uns den Felstunnel gespart eigentlich. Na, wa, na, wa. Da kommen wir gar nicht durch. Ist das jetzt ein Witz? Ist jetzt echt ein Witz, oder? Ja, hier war ich auch schon, aber vielleicht sehe ich ja was. Bla bla bla. Ja, der Felstunnel. Ja, gut. Ich überlege gerade. Hier ist alles so verwirrend, verdammt. Auf jeden Fall, von hier komme ich nicht mehr weiter. Ich muss irgendwie zurück. Hallo, blödes Pikachu. Ah, weißt du was? Mit dir geben wir uns doch gar nicht ab. Warum auch? Aber mit Bibor, mit dir geben wir uns ab. Wir erledigen dich nämlich. Ha. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Ich habe das Spiel so unendlich oft gespielt, aber jetzt stehe ich gerade echt auf dem Schlauch. Wie komme ich jetzt darüber? Was übersehe ich? Was übersehe ich gerade? Das hier übersehe ich, genau. Das hier übersehe ich. Gut. Und ich gehe mich auch noch nicht heilen. Für das gibt es bestimmt noch eine Menge Trainer hier, die ich besiegen muss, falls ich dann zurückkomme. Kacke. Wen nehme ich dann nach vorne? Fünf von... Ja, komm. Shilock, das ist schon in Ordnung so. Oder auch nicht. Shit.
Ja, Blubstrahl, das müsste ausreichen. Ja, tut es. Und ich wechsle mal. Und zwar zu Tauboga. Eine Birne, die wir kaputt gemacht haben. Und Level 36 für Tauboga. Sehr schön. Tangela, Spaghetti-Monster hier. Und was hast du noch? Dieser Knosp. Oh, schön. Hatten wir... Oh, nein. Hatten wir auch mal. Aber im Moment haben wir nur einen schlafenden Vogel. Der jetzt aber, zack, dieser Knosp erledigt. Wunderbar. Yeah. Und Junior-Trainerin besiegt. Du hast mich. Was'n? Was'n? Sieh mal an, Tauboga entwickelt sich. Und wir haben ein wunderschönes Tauboss. Sehr schön. Es ist schade, dass es nicht wirklich Attacken lernt. Das finde ich sehr, sehr nachteilhaft, ehrlich gesagt. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal für heute mit Pokémon Blau Kaizu. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.